So, hallöchen Leute, willkommen wieder zu einem Unboxing. Dieses Mal die Legendary Collection 5Ds. So, schauen wir uns erstmal die Kiste an hier. Zoomt jetzt gerade, Fokus jetzt gerade nicht. Wir haben hier 5 Megapacks, A9 Karten, ein doppelseitiges Spielbrett. Jedes Megapack hat eine Secret, eine Ultra und eine Super Rare Karte. Und wir haben hier 5 Promokarten, und zwar haben wir den Shooting Quasar Drachen, den Black Rose Dragon in Ultra sowie 3 weitere Promokarten, brandneue. Hier sind so ziemlich alle oder extrem viele 5Ds Karten drin. Und was ich natürlich hoffe, dass wir ziehen, ist Vanity's Emptiness, also die Hallenkarte. Und fangen wir direkt mal an, es hier aufzumachen. Haben wir hier die Map mit den 3 Göttern Thor, Loki und Odin, sowie auch hinten ein paar Erdgebundene und auf dieser Seite die 5Ds Helden. Tun wir mal die Mappe hier hin, direkt in die Mitte. Die Seite, die finde ich besser. Und kommen wir zum Inhalt. Haben wir hier erstmal das Pack mit den Promokarten. Das werde ich jetzt mal öffnen. Direkt zu Anfang. Und dann kommen wir nachher zu den Boostern, zu den Megapacks. Es sind 5 Stück drin. Dann haben wir hier erstmal die, wenn wir zoomen können, die nordische Schlange Jormungand. Dann noch nordischer Wolf Fenrir. Sehr geiles Artwork. Sternenstaubblitz. Schwarzer Rosendrache. Und Quasar Schuppendrache. Sehr gute Promokarten. Legen wir erstmal hin. Dann haben wir hier, ich dachte, das ist leer, 5 Booster. Fangen wir direkt mit dem ersten an. Mal schauen, ob wir was Gescheites ziehen. So. Resonanzkatastrophe. Synchrodruckwelle. Schwarzflügelböder, Gegenwind, schwarze Antwort, erdgebundene Auferstehung, Eisenschrottvogelscheuche, Grimpelbogenschütze, Kampfausbildung, auch nicht schlecht, und erdgebundene Welle. Tun wir die erstmal hier rüber. So, zum nächsten Pack. Ich hoffe echt auf Vanity's Emptiness, das wäre sehr geil. Extraverschleierer. Tempokrieger, Machtresonator, Auferstehung der Unsterblichkeit, Raptorflügelschlag, Heckenschutz, Rosen, Regenbogenschützen, Gleipnir, die Fesseln der Fenris und nordische Reliquie, Meginjörd. Ja, das war jetzt so lala das Päckchen. Aber weiter, ich muss mal eins schön aufmachen, weil behalte ja von jedem Pack immer eins mindestens, und das muss ich schön aufmachen. So. Hier ist natürlich jetzt auch ein Ämtchen ist drin. So, machen wir das mal auf. Nordischer Elfmarer. Ernste Autorität, okay, ist sowas wie ernste Warnung hier. Resonanzkatastrophe, Synchrodruckwelle, Schwarzflügelböder Gegenwind, Rotdrachen Erzunterwäldler, nicht schlecht, Sternschuppendrache, okay. Abstimmgeschirr auch nicht schlecht und Karte für schwarze Federn. So, kommen wir zu dem zwei letzten Pack. Das andere können wir jetzt halt schön öffnen. Zwei letzte Pack, was hat das für uns? Schwarzflügel, Kalima der Dunst, Schwarzflügel, Elfin der Rabe, finsterer Resonator, Resonatormaschine, brutales Kolosseum, nochmal eine Eisenschrottvogelscheuche, Schwarzflügel, Silberwind der Aszendent. Und MacLord Astrodrache Asterik Monosynchron. Ja, das ging jetzt so. Die Eisenschrottvogelscheuche ist eigentlich noch okay. In manchen Decks zumindest. Dann haben wir nordischer Aszendenz Minia, herabfallender Stern, Krümpeldiener, das Schicksal verändern, Marsche gegen Ragnarök, eine Nebelraupe, nicht schlecht. MacLord Imperator Wiesel und nordischer Elfdwerg. Plus die nordische Reliquie Meginjörd. So, dann haben wir hier nochmal als kleines Recap.
Oh, die Ultras und Supers. Die Rares können wir mal außen vor lassen. Hier nochmal als Recap. Abstimmung geschieht jetzt relativ gut. Kampfausblende eigentlich auch. Nebelraupe natürlich. Die Ultras haben eigentlich relativ okay gezogen. Heckenschutz nicht so der Burner. Hier auch nicht so toll. Sternschuppendrache und Grimpelbogenschütze. Jo. Das war's dann von diesem Unboxing. Und sehen wir uns beim nächsten Yu-Gi-Oh! Video. Bis dahin, tschö Leute.